Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Leute, der XCHAR-Server, ne? Unsere kleine Punkte-Challenge ist vorbei. Die erste von wahrscheinlich vielen kommenden Challenges. Und gestern Abend, oder heute Morgen war es soweit, die Challenge ist geendet. Und ich habe für euch die Verkündung der Gewinner. Es waren sehr spannende 2 Wochen und ich hätte nicht gedacht, dass da wirklich so viel passiert. Und ich zeige jetzt erstmal die Liste von den besten Spielern, denn der Charlie war so nett. Nochmal liebe Grüße an den Charlie, ne? Link in der Beschreibung, macht auch YouTube-Videos. Shakes and Fidget, schaut mal gerne ein bisschen vorbei, lasst ein bisschen Liebe da. Jedenfalls war er so nett und hat mir geholfen, hier alles einzutragen. Die Level, die die SAs, die Epics, die Edelsteine und dann die Summepunkte. Und auf dem ersten Platz haben wir hier den Xalons, ne? In 2 Wochen, ne? In 2 Wochen, ohne zu pilzen, ohne Flimmerkiste und ohne Gildenbonus auf Level 44. Okay, aber er hat wirklich reingelackt. Er hat erzählt, er hat 7 Mal in 14 Tagen 7 Mal vom Free Triumph Glücksrad Pilze bekommen. Ne? Das heißt einfach 21 Pilze haben ihn da durchgecarried. Und natürlich auch das SA, ne? 67%. Hier kommt. Also auf Level 44 88 Punkte schon mal. Dann für seine 67 Punkte SA 33. Für seine Epics hat er 10 Punkte bekommen und für gesockelte Edelsteine 6. Und kommt damit auf 137 Punkte und hat sich damit den ersten Platz ergattert. Im Vergleich, ich auf dem 11. Platz, ja, ich habe es nicht mal in die Top 10 geschafft. Mit Level 34 und ich finde das trotzdem ganz okay. Ne, 68 Punkte, mein SA 36%, das ist, ne, das ist jetzt nicht die Welt, aber muss sagen, ne, bei mir war das auch ein bisschen schwerer, weil die neue Path of Exile League gestartet ist. Heißt, bis zu dem Punkt, oder nach einer Woche hatte ich 30 SA und habe dann in der letzten Woche dann noch 6% geschafft. Ah, vielleicht hätte ich da noch mehr rausreißen können, aber dafür, dass ich halt noch PE gezockt habe, bin ich mit dem 11. Platz ganz gut. Gerade bin ich ja mehr oder weniger als nur als Kommentator hier unterwegs und als Gildenleiter und trotzdem den 11. Platz, ne? Mit 96 Punkten. Ich kann euch mal zeigen hier. Ich hatte ein paar Epics, nämlich ein Dreier-Epic. Na, ein Talisman, 3 Punkte und alle Attribute mit Sockel. Edelsteinen auch 3 Punkte. 6 Punkte von denen und dann 1, 2, 3, 4 Gegenstände mit Edelsteinen habe ich also insgesamt 10 Punkte bekommen für Items. Und, ich glaube, ist auch jetzt eingetragen, ne? Genau. Ja, 6, 4, 10 Punkte. 18 fürs SA, 68 fürs Level, 96 Punkte, damit den 11. Platz. Charlie, ne? Charlie, den 2. Platz. Hätte ich so erst gar nicht gedacht, hat aber echt wahnsinnig Gas gegeben. Auch 63er SA. Gorthol mit 39. Auch hier knapp 125 Punkte. Auch wirklich richtig stark. Sehr viele Epic-Punkte und Edelstein-Punkte gegönnt. Also ziemlich lucky im Dungeon gewesen. Nur der Hellrecher hat noch mehr hier. Hellrecher hat 12 Epic-Punkte. Das ist so insane. Und Master G hat sich komplett weggelangt, ne? Leider kein Edelsteiner, aber 15 Epic-Punkte. Keiner hatte so viel Luck im Dungeon wie Master G. Ja, ne? Luck im Dungeon, Master G, unser PoE Deep Delver. Das passt ja. Seablay mit 38 Punkten. Grabby auch, 38, Level 38. Hellrecher mit Level 37. Tobi und Zoro mit 36. Dann Peggy, Exeforce und meine Wenigkeit. Die Meister Eddie mit 34. Ich bedanke mich nochmal an allen Teilnehmern fürs Mitmachen. Es hat mir sehr Spaß gemacht und ich kann mir vorstellen, Challenge in so einer Art und Weise öfter zu veranstalten. Was mich freuen würde, ist, wenn ihr mir sagt, wie euch diese Challenge gefallen hat. Würdet ihr von gerne mehr haben wollen? Und findet ihr, es reichen 50 Gildenplätze, braucht man da vielleicht eventuell mehr? Aber ich glaube sogar, dass 50 reicht und wir die Plätze einfach dann
versuchen einfach auszulosen. Oder muss ich mir noch überlegen, wie wir das am besten gestalten. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt... Ich finde es halt mit einer Gilde entspannter. Aber ihr könnt ja sagen, ob es vielleicht dafür, wenn wir mehrere machen. Weil wir hatten schon bei der ersten Challenge ziemlich viele Anfragen. Mehr als 50 Leute. Schade ist dann natürlich, wenn jemand mitmacht bei der Challenge und dann inaktiv geht. Ist natürlich so ein verschenkter Platz, ne? Das heißt, wer dran teilnimmt, der sollte auch die Motivation haben, das Ganze dann auch für die Zeit des Events durchzuziehen. Das würde mich sehr freuen. Außerdem wäre es toll, wenn ihr vielleicht noch ein paar andere Ideen schickt, was für Challenges man veranstalten könnte. Ich wurde nämlich auch gefragt, ey Terra, wird es jetzt immer so Punkte-Challenge geben oder gibt es noch was anderes? Und es wird, denke ich, auch auf jeden Fall andere Challenges geben. Vielleicht sogar, dass jede Challenge ein bisschen anders ist und andere dann auch mal wieder wiederkehren. Genau. Und dann ist sie die Truppe, ne? Die Punkte-Truppe. Was man so Free-to-Play-mäßig in 2 Wochen erreicht, ist schon nice. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war jeden Tag spannend, ne? Man guckt in den Waffenladen, hofft in den Zauberladen, versucht die Festung auszubauen, das Glücksrad, und bei den Dungeon-Kämpfen kann man so mitfiebern bei so einer Challenge. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, so wird etwas öfter zu veranstalten. Ich bedanke mich auch nochmal an allen Teilnehmern der Challenge, dass ihr dabei wart, dass ihr wirklich so gut mitgemacht habt. Also wirklich, wir haben fast alle so hart Gas gegeben, sich Mühe gegeben, die SAs gefarmt, wie die Verrückten hier im Feedplay. 60%, alle 63, 67 und so weiter, ne? Ist schon nice. Ja. Und dann soll es das auch heute schon zum Video gewesen sein. Ich werde zwischen den Gewinnern, zwischen den aktiven Spielern der Challenge nochmal eine kleine PSC verlosen, als Dankeschön für die Teilnahme. Und wie gesagt, lasst gerne ein bisschen Feedback da, wie euch diese Challenge gefallen hat, ob ihr in Zukunft so etwas öfter wollt und ob ihr vielleicht noch mehr Ideen für weitere Challenges habt. Okay, dann machen wir fertig. Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich ein Däumchen nach oben sehr freuen. Ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.